Ich bin Ansgar Otto und ich arbeite hier bei dieser Talentshow als EB-Koordinator. EB-Koordinator bedeutet, dass ich verantwortlich bin für die gesamte Technik, mit der rund um das Studio gedreht wird. Wir nennen das dann Außenbereich oder Außendreh, auch wenn es im Studio oder in Studios stattfindet. Hallo, ich bin Kai Bastian. Ich arbeite als Support Audio im Auftrag von Studio Berlin für eine Musikcasting-Show. Meine Aufgabe besteht darin, mich rechtzeitig damit zu beschäftigen, dass ausreichend Technik und die richtige Technik pünktlich auf der Produktion ankommt. Der wichtigste Faktor bei uns ist einfach die Frequenzknappheit. Wir leiden einfach sehr darunter, dass die Frequenzbänder immer mehr eingeschränkt werden und uns immer weniger Bandbreite zur Verfügung steht. Wir aber trotzdem steigende Anforderungen haben. Wir wollen immer mehr Leute verkabeln, wir wollen immer mehr senden, immer mehr produzieren, auch mehr parallel, können aber eigentlich immer weniger machen. Speziell Exint Digital haben wir genommen, weil die Schaltbandbreite der Sender, was verfügbar war und heute verfügbar ist, auf der ganzen Produktpalette so breit ist wie nirgendwo sonst und weil wir damit die doppelte Vorratshaltung vermeiden können, was alles in der Planung vereinfacht, in der Handhabung sowieso und natürlich auch auf der Rechnung. Gerade im Zusammenspiel mit Showlink ist dieses Exint Digital-System mit den Kameraempfängern für uns natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, all das zu machen, was wir bisher nicht können. Wir haben immer Pausen, in denen umverkabelt werden muss. Und so können wir einfach nahtlos Talente oder Moderatoren von der Bühne, hinter der Bühne übernehmen, EB-mäßig abfrühstücken und gleich mit ihnen weiterdrehen. Und uns gehen keine Emotionen verloren, uns geht kein Moment verloren, dadurch, dass wir erst umkabeln, dass wir erst an die Leute ran müssen, irgendwas verändern müssen. Wir können sie direkt abfangen von der Bühne. Und das ist etwas, was im Moment natürlich noch unmöglich ist. Und das wird mit diesem System möglich. Und das ist für mich eines der wesentlichen Argumente, die ADX5 in Showproduktionen einzusetzen. Der ADX5D ist ja eigentlich ein Kameraempfänger. Wir benutzen ihn aber in unseren mobilen Mischertaschen. Und da ist das Format natürlich super. Ein Kollege hat einen sehr schönen Vergleich gebracht, als er den ADX5D verglichen hat mit dem, was wir bisher benutzen. Und er sagt, naja, wir haben halt einen Kleinwagen. Und der tut gerade so alles das, was wir brauchen. Dieses Ding ist natürlich der Maserati. Das Ding klingt großartig, schon wenn man die Tür zuklappt. Das macht Spaß, damit zu arbeiten. Es ist sehr angenehm. Es klingt gut. Es funktioniert zuverlässig. Ja, also das Angenehmste daran war, dass er auffällig unauffällig ist. Er tut einfach seinen Dienst. Er hat keine Mucken. Er erweitert unsere Spielarten. Und hat uns lange gefehlt. Jetzt könnte man erst mal denken, was will man mit diesem kleinen Gerät auf der großen Gesangsbühne? Augenscheinlich erst mal gar nicht so viel. Da hat man die Hauptanlage, da hat man sein Antennennetzwerk. Das ist erst mal nicht der Punkt. Der Punkt sind die vielen kleinen Drehteams, die wir so drumherum haben. An einige Stellen kommt man mit dem Antennennetzwerk hin, vor allem die geplanten Stellen, das, was man lange vorher weiß. Dann gibt es aber auch die spontanen Ideen oder die Ideen, wo man baulich Veränderungen vornehmen müsste, die es wirtschaftlich uninteressant machen, dort mit dem Antennennetzwerk hinzukommen. Dieses Zusammenspiel Exint Digital im Studio und mobile Empfänger bei uns im EB-Bereich ist für mich die Lösung all der Herausforderungen, die wir im Tonbereich im Moment haben. Von daher ist es für mich ganz klar die Zukunft, weil wir eine Interoperabilität haben. Was mich an dem ADX 5D wirklich begeistert, ist, dass in so einer kleinen Bauform zwei Kanäle von dem Exint Digital-System sind. Das ist sonst ein 19-Zoll-Empfänger, den wir natürlich mobil nicht mitnehmen können. Und jetzt gibt es all das in so einer kleinen Kiste, gut bedienbar von oben. Das ist für mich das beste Argument für dieses Gerät. Meine klare Empfehlung an alle, die komplexe Tonaufgaben zu lösen haben. Ich glaube, an diesem Gerät wird in Zukunft kein Weg vorbeiführen.